Ja, die Umstände waren erst einmal die Auflösung des Osmanischen und des Habsburger Reiches, den Kriegspartnern Deutschlands im Ersten Weltkrieg. Kroatien und Slowenien gehörten ja bis zu diesem Zeitpunkt zum Osmanischen Reich und alle südlichen Republiken Jugoslawiens gehörten zu Österreich-Ungarn. Deswegen wurde dann auf den Pariser Verträgen nach dem Ersten Weltkrieg überlegt, was mit diesen Gebieten passiert. Und es gab schon vorher Forderungen, einerseits von den sozialistischen Parteien Jugoslawiens, das heißt Kroatien, Sloweniens, Serbiens, vor allen Dingen nach einer Gründung Jugoslawiens. Und der zweite wichtige Punkt war, dass die Entente-Staaten, das heißt Großbritannien, Frankreich und die USA, vor allen Dingen Beratung hatten durch eine Gruppe von Journalisten und Politiker, die davor gewarnt haben, dass der deutsche Drang nach Osten und Südosten auch nach dem Ersten Weltkrieg weitergeht, wenn nicht eine Regel vorgeschoben wird gegen diesen Drang. Und der Riegel sollte die Gründung des Staates der Tschechoslowakei sein und Jugoslawiens. Zu dieser Gruppe von Journalisten und Politikern gehörte auch der spätere tschechoslowakische Ministerpräsident, Präsident Thomas Masaryk. Jetzt war ja Jugoslawien zunächst erstmal ein Königreich und das kommt mir so ein bisschen seltsam vor, auch wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit ja überall Königshäuser eigentlich zusammengefallen sind, abgedankt haben. Was für eine politische Form war das denn? Was für einen politischen Charakter hatte zunächst dieser Staat Jugoslawien? Ja, das ist richtig, dass Jugoslawien erst ein Königreich war. Das hatte damit etwas zu tun, dass vor dem Ersten Weltkrieg, das heißt vor allem auf der Berliner Konferenz von 1878, diese Kleinstaaten erst einmal gegründet wurden, das heißt Serbien, Montenegro, aber auch Rumänien und Bulgarien. Das waren Staaten, die nach dem Berliner Konferenz von 1878 gegründet wurden und das waren alles Königreiche. Auch darauf hatte Deutschland als Ausrichter dieser Berliner Konferenz einen großen Einfluss und hat von Anfang an darauf Wert gelegt, dass diese Königreiche auch abhängig sind vom Deutschen Reich und von Österreich-Ungarn. Und in Serbien gab es eben eine Dynastie, besser gesagt zwei Dynastien, die der Karadjordjevic und die der Obrenovic, die dann durchgängig diese Könige gestellt haben. Und da Serbien eben mit zu den Kriegsgewinnern gehörte, es war ja gerade auch wegen Serbien der Erste Weltkrieg ausgebrochen und der serbische Kriegsgegner Deutschland und Österreich-Ungarn hatte verloren, sodass Serbien also eine relativ starke Position hatte nach dem Ersten Weltkrieg und deswegen auch das serbische Königshaus sich dann durchsetzen konnte und weiterhin quasi als Monarchie dann bestand und dann die Monarchie in ganz Jugoslawien gebildet hat, was von Anfang an dann auch Probleme machte mit den Nationalisten in Kroatien und in Slowenien. Das heißt, Spannungen gab es auch schon damals im Königreich Jugoslawien. Nun sprechen wir über die Staatsgründung Jugoslawiens, die sich vor etwa 100 Jahren zugetragen hat. Jetzt ist das Interessante, der Titel deines Vortrags nächste Woche in Weimar lautet 150 Jahre deutscher Politik gegen einen jugoslawischen Staat. Und du hattest das ja eben auch schon angesprochen, den Drang nach Südosten von Deutschland, den gab es schon vorher. Und die Staatsgründung Jugoslawien erfolgte eben auch aus dieser Überlegung her, sozusagen den deutschen Einfluss in diesem Bereich so ein bisschen zu brechen oder zurückzuhalten. Was heißt denn 150 Jahre deutsche Außenpolitik gegen einen jugoslawischen Staat? Ja, die 150 Jahre beginnen ja, wenn wir jetzt die Auflösung Jugoslawiens uns erstmal nochmal vergegenwärtigen, die im Jahr 1991-92 begann, also 150 Jahre vorher in den 1840er Jahren. In den 1840er Jahren, wo es noch keinen deutschen Staat gab, wurde aber bereits eine deutsche Nationalökonomie entwickelt. Der Vater der deutschen Nationalökonomie, nach dem heute immer noch Straßen und auch Institute benannt sind, war Friedrich List. Und Friedrich List hat also für die deutsche Ökonomie bereits vorgesehen, dass es ein Hinterland geben sollte für Deutschland mit Rohstoffen und billigen Arbeitskräften und auch als Brücke in den Nahen Osten. Und dieses Hinterland sollte Südosteuropa sein. Und das war sozusagen durchgängige Linie der deutschen Politik. Nachdem List dann diese Pläne entwickelt hatte, entstand der Eisenbahnbau und der Eisenbahnbau in Richtung Südosteuropa entlang der Donau wurde eben vor allen Dingen von österreichischen und
von deutschen Firmen finanziert und durchgeführt und sollte dann später bis nach Bagdad laufen. Das heißt, es entstand die Linie der Bagdadbahn. Und das Ganze hatte auch den Hintergrund, das Ganze sollte blockadesicher sein. Das heißt, es sollte nicht angegriffen werden können von den Seemächten USA und Großbritannien. Nun können wir ja sehen, dass Jugoslawien nach dieser Staatsgründung eigentlich nur kurze Zeit ein unabhängiger Staat ist. Schon 20 Jahre später, dann eben im Zuge des Zweiten Weltkriegs, wird ja Jugoslawien von den Nazis besetzt. Wenn wir uns den Feldzug der Wehrmacht und der SS nach Osten anschauen, dann ist da ja vor allen Dingen der Feldzug gegen Russland bekannt. Welche Rolle hat denn Jugoslawien, also der Südosten, für die Nazis gespielt? Der Südosten hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Der Krieg gegen Jugoslawien begann im April 1941. Das heißt, zwei Monate später begann dann der Krieg gegen die Sowjetunion im Juni 1941. Der Krieg gegen die Sowjetunion war eigentlich schon für den Frühjahr geplant. Aber Jugoslawien, das heißt die jugoslawische Regierung, weigerte sich, dem Drei-Mächte-Pakt zuzutreten. Das war ganz entscheidend für die Nazi-Regierung, dass Jugoslawien da ein ruhiges und sicheres Hinterland war und auch wichtig als Ergänzungsgebiet für Nahrungsmittel, weil die deutsche Regierung wollte alles verhindern, dass es im Krieg wieder zu Hunger kommt, so wie das im Ersten Weltkrieg der Fall war, weil dieser Hunger im Ersten Weltkrieg ja ganz entscheidend zur Unzufriedenheit der Bevölkerung beigetragen hat. Und als Jugoslawien also dieses sichere Hinterland nicht mehr bot, indem es den Drei-Mächte-Pakt nicht beitrag oder sich dagegen weigerte, nachdem es Riesendemonstrationen in Belgrad gegeben hatte gegen diesen Drei-Mächte-Pakt, griff die deutsche Regierung in Belgrad an und Jugoslawien und zerstückelte dieses Land wieder. Das führte aber auch dazu, und das ist ganz entscheidend, dass der Krieg gegen die Sowjetunion mehrere Monate später begann als geplant und dann im Winter stecken blieb. Das heißt, Jugoslawien hatte möglicherweise eine ganz entscheidende Rolle für die Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg. Und zu dieser Verzögerung und zu dieser Niederlage gehört ja auch, dass es in Jugoslawien eine starke Partisanenbewegung gegeben hat, also dass es Leute gab, die den Nazis bewaffneten Widerstand entgegengesetzt haben und vor allen Dingen dann auch so den geordneten Rückzugsversuch der Nazis sabotiert haben. Das wäre jetzt nochmal so ein Kapitel für sich, also sich diese Partisanenbewegung anzuschauen und wie das genau sich abgespielt hat im Zweiten Weltkrieg. Das wird in den nächsten Wochen hier bei Korax sicher auch nochmal Thema sein. Ich würde an dieser Stelle gerne vielleicht zum Sprung machen und würde versuchen, eben diese Kontinuitäten deutscher Außenpolitik da in den Blick zu nehmen. Wir können ja sehen, aus der Partisanenbewegung heraus entsteht nach 1945 dann der sozialistische Staat Jugoslawien, der sich auch bald unabhängig macht, dann von der stalinistischen Sowjetunion. Und das Thema deines Buches ist ja jetzt, dass es später in der Bundesrepublik wieder Anknüpfungen gibt zur Außenpolitik der Nazis. Und ein Höhepunkt ist ja dann nur die Bombardierung des Kosovo im Jahr 1999 unter deutscher Beteiligung. Aber damit fängt ja eben die bundesdeutsche Geschichte mit Jugoslawien nicht erst wieder neu an, sondern das entwickelt sich ja. Wo sind denn deines Erachtens Beginne dann einer bundesdeutschen Neuorientierung wieder nach Südosten? Na, ganz wichtig, also entscheidender Punkt vor dem Kosovo-Krieg ist der Dezember 1991. Das heißt, der Beschluss des Europäischen Parlaments, Kroatien und Slowenien als unabhängige Staaten anzuerkennen, was sich gegen die jugoslawische Verfassung richtete. Die jugoslawische Verfassung sah das vor, dass einzelne Staaten, also Republiken, austreten können, aber nur mit einem gemeinsamen Beschluss. Und dieser Beschluss im Dezember 1991 wurde entscheidend vorangetrieben und durchgesetzt von der deutschen Regierung unter Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher. Das heißt, es war der erste Alleingang einer deutschen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg und der bezog sich auf Jugoslawien. Alleine das zeigt schon, wie wichtig der deutschen Politik es war, Jugoslawien zu zerstören, zu zerstückeln, um damit an seine alte Politik des Teile und Herrschens wieder anzuknüpfen. Der zweite Punkt, der ganz entscheidend war, ist, dass Jugoslawien sich zu diesem Zeitpunkt in einer großen Wirtschaftskrise befand und hochverschuldet war und die deutschen Experten gesagt haben, nur Kroatien und Slowenien sind eigentlich für uns lukrativ, die können wir in die Europäische Union aufnehmen, der Rest des Landes der Süden, der ist so verschuldet und verarmt, dass wir die nicht in die Europäische Union haben wollen.
Das war also damit der Hintergrund für die deutsche Anerkennungspolitik gegenüber Kroatien und Slowenien, die dann, obwohl es Warnungen gegeben hat von der US-Regierung und auch vom damaligen UN-Generalsekretär, in den Bosnienkrieg führte. Das heißt, man ist quasi sehenden Auges mit der Anerkennung von Kroatien und Slowenien in den Bosnienkrieg gegangen. Das Ganze fing, und nochmal kurz zu deiner Frage, nicht dort an, sondern es begann schon in den 60er Jahren, in dem der BND, das heißt der deutsche Geheimdienst, anfing, kroatische Nationalisten zu finanzieren, die darauf setzten, den Staat zu unterminieren. Nun gab es ja in diesem Zuge auch einen Außenminister, der da eine erhebliche Rolle gespielt hat, und das ist ja Hans-Dietrich Genscher. Das ist für uns interessant, weil der nämlich aus Halle kommt und man in Halle ganz stolz auf den ist. Es ist auch der Bahnhofsvorplatz nach ihm benannt. Kannst du was dazu sagen, was der in diesem Prozess auch sozusagen dieser Anerkennungspolitik für eine Rolle gespielt hat? Ja, also Genscher war in dieser Sitzung im Dezember 1991 der entscheidende Mann. Es wurde quasi in einer Nacht- und Nebelaktion die Zerstörung Jugoslawiens von Genscher durchgesetzt. Das war nämlich ein Außenministertreffen, und vorher wurden einzelne Staaten regelrecht bestochen. Zum Beispiel Großbritannien stimmte der Zerstörung Jugoslawiens zu, indem zugesagt wurde, dass Großbritannien die Sozialstandards der Europäischen Union nicht erfüllen muss. Andere Staaten bekamen finanzielle Zuwendungen. Frankreich wurde unterstützt in seinen landwirtschaftlichen Interessen gegenüber der USA. Also es waren ganz entscheidende Gespräche und Bestechungsmaßnahmen, die hinter den Kulissen abliefen, um die Zerstörung Jugoslawiens durchzusetzen. Und dabei war Genscher die zentrale Figur. Nun gibt es ja in diesem Zerfall Jugoslawiens, wenn ich das richtig sehe, so zwei Prozesse, die irgendwie zusammenkommen. Das eine ist eben, wie ja sozusagen zum Beispiel Deutschland eben versucht, Einflusssphären geltend zu machen in Südosteuropa und da sozusagen ganz erheblichen Einfluss zu gewinnen, auch durch diese Zerstückelungspolitik und durch diese Anerkennungspolitik. Das andere ist ja aber eben, dass es in dieser Region starke ethnische Konflikte gibt. Und das ist ja was du auch eben schon angedeutet hattest, dass schon mit der Staatsgründung Jugoslawiens vor 100 Jahren es eben Spannungen gab zwischen dem serbischen Königshaus auf der einen Seite und den kroatischen Nationalisten auf der anderen Seite. Und das ist ja eine Dynamik, die auch ganz ungeheuerlich ist und wo man sich immer fragt, wie kommt es eigentlich zustande, dass eben sozusagen dieser Ethnonationalismus so wirkmächtig wird, gerade in dieser Region. Und da würde mich das vielleicht auch als abschließende Frage vielleicht interessieren, in was für einem Verhältnis steht denn das für dich, eben auf der einen Seite Anerkennungspolitik, also deutsche Außenpolitik, und auf der anderen Seite eben aber ja sozusagen dieser Bezug auf Ethnie, auf die Nation. Das steht für mich in einem engen Zusammenhang, und ein ganz wichtiger Punkt, der bei dieser Diskussion über die Ethnien immer wieder vergessen wird, ist die Ökonomie. Der entscheidende Punkt, den die Tito-Regierung versucht hat und auch über Jahrzehnte hinweg geschafft hat, um diese Konflikte zwischen den Ethnien einzudämmen und zu befrieden, war ein Bundesentwicklungsfonds. Der ist vergleichbar mit dem Länderfinanzausgleich in Deutschland. Das heißt, die reichen Republiken zahlten gewisse Summen, die sie erwirtschafteten, in diesen Bundesentwicklungsfonds, und dadurch wurde der verarmte Süden Jugoslawiens entwickelt, wurden Straßen gebaut, wurde alphabetisiert, wurde ein Wassersystem geschaffen und so weiter. Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Süden Jugoslawiens, dass zum Beispiel das Kosovo zu diesem Zeitpunkt 1945 auf dem Standard war eines Dritte Weltlandes, während der Norden vergleichbar war mit einem Industriestaat. Und um diese wirtschaftlichen Unterschiede auszugleichen, die für Tito und die damalige Regierung unter Tito dazu führen konnte, dass es zu diesen nationalistischen Ausbrüchen kam, wurde dieser Bundesentwicklungsfonds eingerichtet. Und der erste Schritt Kroatiens und Sloweniens und der erste Schritt für die Zerstörung Jugoslawiens war die Kündigung dieses Bundesentwicklungsfonds im Jahr 1989.
1990, also schon vor der Anerkennung von Kroatien und Slowenien. Das heißt, diese wirtschaftliche Frage, aber auch die Wirtschaftskrise in den 80er Jahren führte in den nördlichen Republiken zu einem Wohlstandschauvinismus, wo gesagt wurde, wir müssen jetzt uns abtrennen, weil wir müssen uns von dem armen Süden trennen. Wir wollen nicht weiter von Belgrad beherrscht werden, weil wir wollen weiter selber, sondern wir wollen in unserer Wirtschaft selbstständig lenken und uns nicht sozusagen weiter mit dem armen Süden abgeben. Und diese Wirtschaftsfrage führte zur weiteren Schürung oder zur starken Schürung des Nationalismus.